Der Ausblick der letzten Woche stand unter der Überschrift: Ist die Korrektur beendet oder folgt im August der große Crash? Und als ersten Chart zeigte ich für den DAX den Stundenchart H4 mit seiner Seitwärtsrange, die 1274 Punkte hoch ist. Und ich denke, der August hat die Frage beantwortet. Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 5. August. Ja, wie ich eingangs sagte, die Frage ist beantwortet worden, und zwar mit zwei synchron schwimmenden Tageskerzen von 425 Punkten minus und am heutigen Tag am Freitag minus 421 Punkte. Das macht eine Differenz zur Vorwoche von 756 Punkten oder eine Differenz zum Monatsultimo, den wir ja am Mittwoch hatten, von 750 Punkten. Die Vola mit 230 Punkten durchschnittlich am Tag erhöht. Und ja, hallo 17.000. Das 17.000 der Cappy können wir entstauben. Denn wir müssen jetzt mal schauen, ob und wann wir überhaupt wieder über die 18.000 kommen oder ob das möglicherweise nur der Beginn einer deutlich tieferen Korrektur wird. Von einer Konsolidierung will ich im Moment nicht sprechen. Ja. Gut, was gibt's zu erzählen dazu? Eigentlich nichts weiter. Wir haben dreimal Gap Up gehabt, zweimal Gap Down, zwei grüne Tage und drei rote Tage, und das Ergebnis spricht eben für sich. Klicken wir mal in den 4-Stunden-Chart rein, den ich eingangs zeigte, dann wird schon klar, dass der seine Berechtigung hatte. Denn dort, wo das Sternchen ist, unterhielten wir uns in der letzten Woche. Es gab zwei Versuche, nochmal zur Oberseite auszubrechen. Das war die grüne Zone, die ihr aus den Ausblicken kennt, wo die 61.8 Erholung und die 76.4 Erholung lagen, also die letzten beiden Fibonacci-Marken und somit eben auch die letzte Zone vor dem Allzeithoch. Die sind nicht überwunden worden, konnten nicht überwunden werden, und dann ging es eben ab dem Donnerstag und heute am Freitag, wir haben es jetzt übrigens 19 Uhr, deutlich zur Unterseite. Und das, was interessant ist, einmal, zweimal, dreimal blitzsaubere Aufsetzer. Hier ist ja das Tief 17.619 und wir haben heute mit dem Tief, also offizielles Xetra-Tief 17.623, genau zwischen den beiden Tiefmarken, je nachdem wie man es betrachtet, wir haben ja mehrere Tiefs, 17.619, 17.626. Also, der DAX hat, auch wenn wir unmittelbar an der unteren Begrenzung dieser Seitwärtsrange geschlossen haben, hat der aktuell einen dreifachen Boden im Chart. Das kann am Montag für einen ersten Bounce sorgen, das kann aber am Montag mit einem Gap-Down zur Unterseite sich auch fortsetzen. 1274 Punkte hat diese Range, und die Frage, die sich in der nächsten Woche oder vielleicht auch nächsten Wochen stellt, die sich eben fragt, ist: Eiern wir jetzt im Sommer weiter in dieser Range, also steigen wir an und laufen vielleicht an die Mittelspur 18.256, die im Übrigen der bärische Trigger war. Ich sagte in der letzten Woche ja, wenn wir unterhalb der Mittelspur notieren, muss man sich darauf vorbereiten, dass wir zur Unterseite laufen. Das wird in Zukunft, sofern wir nicht direkt tiefer fallen als 17.619, wird das die Gretchenfrage sein, ob der DAX dort wieder drüber kommt. Ja, und falls es kräftiger zur Unterseite abrauscht, dann muss man zumindest mental darauf vorbereitet sein, dass, wie ich in der letzten Woche sagte, irgendwas zwischen 1000 und 1300 Punkten abgearbeitet werden dürfen, nicht müssen, dürfen. Der Tageschart. Auch den hatten wir uns in der letzten Woche angeschaut, der langlaufende steigende Kanal seit Oktober 2022. Die Frage war im letzten Ausblick: Reicht das hier? Also der Rücksetzer, ein möglicher Rücksetzer an die Mittelspur 18.060, oder geht es drunter? Es ging drunter. Und aus dieser Perspektive heraus, die Mittelspur ist ja immer wieder Anlaufpunkt gewesen. Hier haben wir einen sehr genauen gehabt, hier über viele, viele Tage. Und hier sind wir durchgerauscht. Ich habe in den Ausblicken, ich meine auch letzte Woche erwähnt, nee, das habe ich glaube ich nur in den Ausblicken für
die Chaträume und für den täglichen Newsletter gemacht. Wir haben hier zwei dominante Anlaufpunkte an der oberen Kanalbegrenzung gehabt und liefen dann runter zur unteren. Auch hier haben wir zwei dominante Anlaufpunkte gehabt. Das heißt, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, solange wir unter 18.060 notieren, und die 18.000 ist da jetzt eine wichtige Marke, dass uns Ähnliches passieren kann, dass wir hier eben runterlaufen zur unteren Kanalbegrenzung, aktuell 16.640. Zweiter Tageschart, der wird am Wochenende aufgeräumt, weil wir haben einige Marken, die wir nicht mehr brauchen. Wir haben hier oben das Allzeithoch 18.893, ist gleichzeitig auch der Inside-Monat bei Trigger, gezeigt letzte Woche, und ein Doppeltop. Das Hoch vom 12. Juli wurde hier mit diesem oder bis zu diesem Tief abverkauft. Es gab einen Erholungsversuch. Das Gap Down vom 31. Juli führte dann direkt zum Gap vom 1. August. Das ist geschlossen. Hier ist die Mitte des D1-Kanals. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell ist. Wie gesagt, ich muss am Wochenende, ja, ist noch aktuell. Ich muss am Wochenende viele Marken aktualisieren, weil sie einfach hinfällig sind. Interessant war eben Bruch der F-Flagge aus dem Stundenchart H4. Dreifaches Tief, einmal, zweimal, dreimal aufgesetzt, und diese rote Zone hatte für uns eben Bedeutung unterhalb der Mitte dieses Kanals, den wir uns eben angeguckt haben, liegt eben der Inside-Wochen-Sell-Trigger und der Inside-Monat-Sell-Trigger. Diese rote Zone war wichtig, die haben wir mit dem heutigen Gap deutlich zur Unterseite gebrochen. Der R1-Jahrespivot ist unterschritten und die obere Trendlinie eines Wohlfeil-Kals aus dem 3-Tages-Chart, deswegen D3, D3, 3, ja, 3 ist ebenfalls unterschritten. Und die Gretchenfrage in der kommenden Woche wird eben einfach sein: Bricht die F-Flagge, bricht dieser dreifache Boden bei 17.626? Heutiges Tief war 17.623, also eine ganz saubere Landung. Bricht er oder hält er? Wenn er hält, könnten wir theoretisch, wenn es dann nicht über das Allzeithoch ansteigt, daraus eine gigantische Schulter-Kopf-Schulterformation formen, die dann runterläuft. Das ist zunächst mal offen. Wichtig ist einfach diese Marke, und zwar auch aus dem Grund, wir haben unterhalb dieser Marke wenig Stützungsmarken. Das hier, da haben wir keine Konsolidierung, keine Rücksetzer, also das ist für mich ein markenfreier Bereich oder eben auch ein Luftloch. Also tatsächlich, Marken, die stützen könnten, wären das Ex-Allzeithoch 17.198. Wir haben hier ein Scheunentor-Gap, also ein sehr großes Gap, was bei 17.118 geschlossen würde. Wir haben ein Ex-5-fach-Top, was überwunden wird, aber die 17.049 bleibt wichtig. Und wir haben aus dem Wochenchart, den wir uns noch ansehen werden, eine mögliche Popgun-Rücklaufmarke. Denn Popguns zinkeln ja zur Ober- oder zur Unterseite ab und sollen, sofern sich in der gleichen Zeiteinheit nicht eine neue Popgun bildet, irgendwann den Rücklauf zu ihrem Trigger machen. Das wäre bei 16.963 der Fall. Und ja, Schlusskurs 2023 wäre natürlich ein ziemlicher Knaller, denn dann wäre das Jahr 2024 erst einmal eine Nullnummer. Aber auch so haben wir, wenn wir uns dieses Tief hier anschauen, eigentlich alles seit Mitte April verloren. Und ja, knackiger Rücksetzer. Wir müssen schauen, ob das so impulsiv weitergeht oder nicht. Nachher kommen noch ein paar Rücklaufmarken, an denen wir das festmachen können. Im 3-Tages-Chart der bekannte bärische Wohlfeil-Keil in der letzten Woche gefragt, hält die 17.768, also die obere Keiltrendlinie. Muss man ganz klar mit Jein beantworten? Wissen wir nicht. Wir sind ein Stück drunter, also haben unterhalb geschlossen. Aktuell notiert der DAX bei 17.693. Ja, bei 17.693. Also auch den Montag abwarten. Hier ist das eben erwähnte Scheunentor-Gap. Wenn das angelaufen und gebrochen wird, machen wir meiner Meinung nach Bekanntschaft mit der unteren Keiltrendlinie bei 16.685. Und wenn die auch bricht, also wenn sich das hier impulsiv
fortsetzt, dann darf man zumindest mal die Ziellinie nicht ausschließen, auch wenn es uns im Moment eben noch ein wenig dubios vorkommt. Im Wochenchart, der Keil, mit dem wir schon, ich möchte fast sagen, Jahre unterwegs sind, die alte Frage eben, kann der DAX über die obere Keiltrendlinie entschwinden? Er hat ja noch Zeit bis in den Februar 2026 oder fällt er hinein? Im Moment ist er wieder deutlich hineingefallen. Das heißt, in einem oder bei einem Rücklauf wird uns die 18.446 wieder Signale schicken. Denn dieses Gekämpfe über viele, viele, viele Wochen hat schon Bedeutung. Das heißt, das hier ist ja in sich selbst eine steigende Trendlinie. Und ja, das Überwinden, das deutliche Überwinden kann eben zu einem Ausbruch zur Oberseite führen. Aber da gibt es im Moment aus wirtschaftlicher Sicht und aus politischer Sicht, müssen wir nur mal an die Nahost-Situation aktuell denken, wenig Grund. Also auch hier die 18.446, aber das sind ja alles Marken, die in unserem 5-Minuten-Chart auftauchen, denn das ist unser Übersichtschart, in dem alle relevanten Marken aus dem H1, dem H4, dem Wochenchart, dem 3-Tages-Chart zusammengefasst sind und das in der Regel in Zonen. Der Stundenchart H4, die F-Flagge. Ich habe es mehrfach gesagt, eine F-Flagge bildet sich dadurch, dass man einen impulsiven Anstieg hat und sich dann ein steigender Kanal entwickelt. Der Bruch der unteren Kanaltrendlinie ist ein Warnzeichen dafür, so stand es auch jeden Tag in den Ausblicken, dass die 17.626 Ziel werden kann. Und sie wurde es. Ja, das Tief vom 19. April, also die 17.626, wird am Montag eine wichtige Marke sein, denn wenn so ein klarer, deutlicher, dreifacher Boden bricht, dann hat das Bedeutung. Und da rede ich nicht darüber, dass wir sowas hier machen, 20, 30 Punkte drunter und wieder hineinhüpfen, sondern wenn das hier genauso impulsiv zur Unterseite gappend weitergeht, dann haben wir hier eben das Scheunentor-Gap und viel Luft zur Unterseite. Und da ist ja auch das hier, die 1000 bis 1300 Punkte Seitwärtsrange, die abgearbeitet werden können, nicht müssen, denn wir können ja auch am Montag einen kräftigen Bounce erleben. Im Stundenchart hatten wir uns ja in der letzten Woche angeguckt, eine bullische Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren. Hier in diesem Bereich, meine ich. Und ich hatte eben gesagt, wir haben eine bullische Formation und wir haben eine bärische Formation. Das liegt eben daran, dass in Seitwärtsranges gerne widersprüchliche Signale erscheinen. Und das, was für uns ein wichtiger Hinweis war, das war der Mittwoch, denn da stieg der DAX an die obere Keiltrendlinie an. Das war der zweite Versuch, drüber zu kommen. Und hat den gesamten Tag, das ist hier die 8 Uhr Kerze bis zur 16 Uhr Kerze, an der oberen Keiltrendlinie gearbeitet und kam nicht drüber. Und dann gab es eben am nächsten Tag, am Donnerstag, die erste Klatsche, die genau an der unteren Keiltrendlinie endete. Da hätte man noch mit etwas gutem Willen vermuten können, okay, der checkt jetzt die untere Keiltrendlinie nochmal aus und zieht wieder hoch, aber wir sind direkt auch unter die Unterschusslinie gefallen. Aber das war ein erster Hinweis darauf, dass der DAX erneut nicht über diesen grünen Bereich aus 61.8 und 76.4 kommt, den wir uns noch im M5 anschauen. Und ich hatte eine bärische Formation vorgestellt, das war nämlich diese SKS, die wir hier sehen, Schulter, Kopf, Schulter, mit einer fallenden Nackenlinie, aktuell 18.136. Und im Blog und im Newsletter habe ich dann diese kleinere oder das kleinere Exemplar gepostet, ebenfalls eine schiefe Nackenlinie, aber eindeutig eine Schulter, Kopf, Schulterformation, die dann auch am Donnerstag ihr statistisches Ziel erreichte und mit dem fiesen Gapdown zur Unterseite eben auch ihr 100% Ziel. Die Ziele dieser großen SKS in der letzten Woche gezeigt waren 17.897, wurde heute direkt mit der ersten Kerze gemacht, das statistische Ziel, und mit dem Tief 17.623. Da fehlen jetzt 12 Punkte an der 100% Marke. Die gilt für mich als technisch abgearbeitet. Ob sie Montag noch erreicht wird oder unterboten wird, ist vollkommen uninteressant. Diese Schulterkopf-Schulterformation hat ihre Pflichtmuster gültig erfüllt. Der 5-Minuten-Chart, eben schon angedroht,
besteht ja aus Zonen. Hier sind jetzt sehr viele Marken drin, die überflüssig sind. Das, was wichtig ist, wir haben hier den Montag gehabt und der Montag formte einen Inside Day aus. Ja, was heißt ein Inside Day? Das heißt, die Kerze bleibt im Schatten des Vortages und daraus ergeben sich eben Trigger zur Oberseite, also ein Kauftrigger, das ist dann das Hoch, und ein Sell-Trigger, das ist das Tief. Und da kam er hier am Mittwoch nicht drüber. Dann ging es am Donnerstag zur Unterseite, einmal drunter, wieder drüber, kam aber nicht mehr über die 50 SMA. Ja, da hat er hier am Donnerstag Richtung Handelsschluss nochmal so ein bisschen rumgezinkelt an der Inside-Day-Sell-Marke 18.309. Und was dann passierte, sehen wir hier. Und wir hatten ja hier die blaue Ampelzone, hier oben den Ausbruchsbereich. Und über diese 61.8 und 76.4 Zone kam der DAX erneut nicht drüber. Da ist er ja vielfach dran gescheitert. Und ja, jetzt sind wir in der bärischen Zielzone 1. Den Schlusskurs können wir mal kurz wegnehmen. Der ist ja nicht mehr relevant, das ist jetzt ein Gap. Und das folgte dann. Hier ist die bärische Zielzone 2. Da war der Inside-Wochen-Sell-Trigger, der Inside-Monats-Sell-Trigger, der R1-Jahres-Pivot, das dreifache Tief wurde gebrochen. Wir sind runtergelaufen, haben hier auf die obere Trendlinie des gezeigten Wolfekals aus dem 3-Tages-Chart aufgesetzt. Und das waren so für heute unsere tiefsten Ziele. Wichtige Marken, sagte ich in der letzten Woche schon, sind immer lila bei mir. Ja, hier wäre die F-Flagge gebrochen. Da ist die 17.626 und die hat der DAX erkannt. Ob es sie respektiert in der nächsten Woche, ist eine ganz andere Frage. Und hier das eben schon gezeigte, um 12 Punkte verpasste 100% SKS-Ziel aus dem Minutenchart M30. Wir haben hier noch ein offenes Gap vom 28. Februar und hier unter auch noch eine ganze Menge Marken, mit denen ich arbeite. Ich werfe keine wichtigen Marken weg. Ja, und insofern müssen wir mal gucken, was ab Montag passiert. Aber das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle gewesen. Gucken wir kurz in die größere Zeiteinheit. Wir haben hier die schon erwähnte Popgun-Formation. Popgun Buy Trigger war 16.963. Wir haben diese Spanne, also die Höhe der Popgun, das hier ist die Triggerkerze, mehrfach zur Oberseite abgetragen. 5, 6, 7, 8-fach, ich weiß es nicht, ich möchte jetzt nicht so viele Kästchen hier malen. Und es hat sich hier eine Inside-Woche gebildet. Diese Wochenkerze, dann folgten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, die in der Range blieben und nicht deutlich zur Ober- oder zur Unterseite ausbrachen. Das tat aber die jetzt abgelaufene Woche. Die Triggerkerze hat eine Höhe von 700 Punkten. Das heißt, falls, auch das erzählte ich in der letzten Woche, diese innere Höhe der Inside-Woche abgearbeitet wird, wartet das Ziel bei 17.251. Und ich sagte in der letzten Woche, wenn das angelaufen wird, das wissen wir ja nicht, wenn das angelaufen wird, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass auch der Popgun-Rücklauf gemacht wird an den Buy-Trigger bei 16.963. Das müssen wir abwarten, aber derzeit ist es eben so. Der Monatschart hat ja ebenfalls einen Inside-Monat, das war hier der Mai, der ist der Schuldige. Der Juni blieb in der Range dieses Inside-Monats und auch der Juli. Jetzt im August haben wir den Sell-Trigger 17.875 zur Unterseite gebrochen. Wenn das nicht stantepede wieder über die 17.875 geht, würde man im bärischen Fall die 1018 Punkte, die diese Kerze hoch ist, zur Unterseite abtragen müssen und wir hätten dann ein Ziel bei 16.857. So, nun habe ich euch so zugeredet mit allen möglichen Marken. Gucken wir mal in den Stundenchart. Das letzte Hoch, was wir gemacht haben, am 12. Juli bei 18.779, heute haben wir das Tief gemacht bei 17.623. Wenn wir dort eine Fibonacci-Strecke anlegen, weil wir hoffnungsvoll sind, dass es ab Montag wieder deutlich zur Oberseite geht,
dann würde der DAX erst dann den kleinstmöglichen Blumentopf gewinnen, wenn er über die Mindesterholung 23,6 ansteigt. Die liegt bei 17.895, also fast 200 Punkte unter dem nachbörslichen Kurs, der eben 17.700 beträgt. Das ist schon mal ein ganz schöner Stiefel, bevor man überhaupt sagen könnte, der versucht sich zu erholen. Ne? Das sind nicht die 30, 40, 50 Punkte, die er hier rumzampelt. Da kann er jederzeit wieder eindrehen. Wir brauchen tatsächlich Fibonacci-Erholungsmarken, Retracement-Marken. Und 17.895 wäre die erste. Und aus dieser Perspektive heraus ist also ab sofort der, immer unter der Voraussetzung, dass wir keine neuen Tiefs machen, dann müssen wir die Strecke anpassen, ist der Bereich 17.895 bis 18.064 der Bewährungsbereich. Erst wenn der DAX da drüber geht, dürfen wir ihm zutrauen, eine möglicherweise sogar V-Erholung zu machen in Richtung 50%. Und die zweite Zone, mit der er uns überzeugen muss, ist der Bereich 61,8 bis 76,4. Der wird jetzt auch in allen Charts aktualisiert, wo eben die gewichtige 61,8 Erholung und die 76,4 liegt. Und erst dann kann man ihm zutrauen, dass er tatsächlich wieder Richtung Allzeithoch geht. Das Ganze ändert sich noch einen Tick, wenn das ist ja das Hoch vom 12. Juli. Wenn wir uns an dem Allzeithoch orientieren, 18.893, auch das kann man ja tun, 18.893, dann liegen diese Marken noch mal ein Stück weiter weg von der aktuellen Gemengelage. Ja, muss mal einigermaßen sauber anlegen. In dem Fall, wenn wir vom Allzeithoch zum aktuellen Tief denken, dann würde die kleinste Erholung bei 17.922 warten. Die 18.108 wäre die 38er und man müsste dann, wenn man konservativ denkt, sagen, ich mache hier erst Long-Versuche in und über der blauen Zone. Schwache Erholungen enden in dieser Zone, kräftige Erholungen kämpfen in dieser Zone, und wenn es über die 76,4 geht, dann wird ein Anstieg an das Allzeithoch wahrscheinlich. Warum? Es ist die letzte begrenzende Fibonacci-Erholung vor dem Allzeithoch. Ja, werden wir uns auch entsprechend mit beschäftigen, aber erstmal müssen wir den Montag abwarten und vielleicht wird ja auch der heutige Schlusskurs in den USA uns schon einen oder mehrere Hinweise geben. So, dann gucken wir uns noch die nee, vorher zeige ich auch noch was. Projekt 30 Tagesausblick, 15 Euro im Monat oder 40 Euro für 3 Monate. Projekt 30.blog. Das ist der Tagesausblick. Da gibt es eine Telegram- und eine WhatsApp-Gruppe. Da fliegen die Links und die Echtzeitnachrichten und auch Updates herein. Man kann sich ganz einfach registrieren. Den Menüpunkt registrieren seht ihr nicht hier, weil ich eingeloggt bin. Ja, dann bezahlt ihr per PayPal und seid eben einen Monat dabei oder auch 3 Monate, ganz wie ihr wollt. Und die zweite Geschichte, das sind die Chaträume auf projekt30.de. Dort gibt es den Leserstream und den Premium-Chat. Leserstream kostet 20 Euro im Monat und der Premium-Chat 39. Auch hier, wenn ihr das als Nicht-Abonnenten aufruft, seht ihr den Button zum Registrieren, und auf beiden Seiten seht ihr nochmal ein Schaubild, was im Newsletter auf .blog geboten wird, was es kostet, und dann in den Chaträumen Leserstream und Premium. Also wenn ihr daran Interesse habt, ich würde mich freuen, und falls ihr das nicht wollt, dann vielleicht einen Daumen hoch oder mal eine Empfehlung für diese Videos. So, Dow Jones im Tageschart, der hat es auch kräftig gerappelt. Der läuft ja im Moment noch. Wir haben es jetzt 19:22 Uhr und hier muss viel aktualisiert werden, weil vieles überflüssig ist. Das hier war die blaue Unterstützungszone, die wir auch im letzten Ausblick gesprochen haben. Wir sind ja am Mittwoch, war das, nochmal zur Oberseite gelaufen und haben fast punktgenau, also eigentlich punktgenau, weil die Kanaltrendlinie, die obere, ist aktualisiert. Die war am Mittwoch ein Stück tiefer.
Wir sind also sehr genau an die obere Trendkanallinie des großen Kanals aus dem 2-Tages-Chart gelaufen, haben dann aber wieder einen Rücklauf gemacht. Am Donnerstag nochmal ein kleiner Aufbäumer und Abverkauf. Und der Abverkauf, der lief genau in diesen wichtigen Bereich des Ex-Allzeithochs 40.077, auch synonym eben einfach für die 40.000. Und wir hatten hier die 38er Konsolidierung, 40.086, ein wichtiger Bereich, der respektiert wurde mit dem Tief, denn es gab ja auch nochmal einen knackigen Rücklauf und einen Schlusskurs bei 40.347. Dort lag aber auch die obere Trendlinie eines bärischen Wulfekals. Habe ich euch in der letzten Woche gezeigt, zeige ich heute auch. Und diese blaue Unterstützungszone, die war eben wichtig und besonders dieser lila Bereich, denn hier ist die 50% Konsolidierung. Wir hatten ein offenes Gap vom 11. Juli und da ist er heute einfach mal so durchmarschiert. Wenn es dabei bleibt und wir heute nicht noch eine Monsterumkehr zur Oberseite sehen, dann ist durchaus vorstellbar, dass wir das Tief vom 9. Juli testen, das Tief vom 26. Juni oder dass wir gar die untere Trendlinie des H4-Wulfekals anlaufen. Also da ist jetzt erstmal Musik drin und hatte ich das im letzten Ausblick gezeigt, die möglichen ABC-Bewegungen? Ich meine ja, sicher bin ich mir nicht, also ich behaupte es nicht, aber vielleicht schon. Und diese ABC-Bewegung, die ist mehr als deutlich gemacht worden, also auch noch kräftig überschossen. Ja, ich werde den Schlusskurs abwarten und dann werde ich mich am Sonntag wie immer hinsetzen und die Charts aktualisieren. Viele Marken, eben geschlossene Gaps und so weiter. Das Scheunentor-Gap, was wir hier hatten, das kann alles raus und dann wird das Ganze auch wieder ein bisschen übersichtlicher. Aber das ist mehr als ein Streifschuss und erst wenn es hier wieder über das Ex-Allzeithoch 40.077 geht und damit eben auch über die 40.000, würde ich sagen, na gut, das war ein fieser Abschüttler. Passiert das nicht, dann können wir deutlich tiefer laufen. Im 4-Stunden-Chart das Corpus Delicti, der bärische Wulfekeil aus dem Stunden-Chart H4. Das ist, wenn auch ein schiefes, ein fieses M-Top. Jedenfalls zur Stunde. Die 50% Konsolidierung habe ich ja eben schon gezeigt. Die brauchen wir nicht mehr. Und die Frage wird jetzt einfach sein, schafft es der Dow Jones wieder über die obere Keiltrendlinie dieses bärischen Wulfekeils anzusteigen? 40.321. Oder läuft er die untere Keiltrendlinie, aktuell 38.588, an? Oder geht es im Extremfall tatsächlich runter zur Ziellinie, deutlich tiefer, bei 36.222. Wissen wir nicht, aber wir achten auf die obere Keiltrendlinie, denn solange der Kurs sich innerhalb dieses Keils befindet, besteht die Gefahr eines Anlaufes an die untere Keiltrendlinie und wenn es ein Sell-Off gibt, auch tatsächlich an die Ziellinie dieses Keils. Im 2-Tages-Chart sehen wir den großen steigenden Kanal, den ja der DAX hat und der Dow hat ihn und alle anderen US-Indizes auch und das ist aus aktueller Sicht ein Fehlausbruch. Die obere Kanaltrendlinie bei 41.222 und wenn der Bursche sich hier nicht berappelt, dann können wir durchaus mal in den Bereich der Mittelspur konsolidieren, 38.100. Mehr gibt es da nicht zu sagen, aber aus Sicht des Kanals, tja, müssen wir mal abwarten, was da passiert. Aber bis zur oberen Kanalbegrenzung 41.224 hat er erstmal reichlich Luft. Der zweite 2-Tages-Chart zeigt eine Formation, die wir schon extrem lange beobachten, die ihr jedenfalls die länger dabei sind, aus den Ausblicken kennt und das ist ein bärischer Wulfekeil im 2-Tages-Chart, der hier an der 5 überschoss, kräftig überschoss, nochmal und nochmal. Jetzt hängt er aber zumindest mal am Überschussbereich 39.258. Ist zu beobachten. Geht es unter die 39.258, der Überschussbereich definiert sich ja aus der Kopie der unteren Keiltrendlinie an die 3 gelegt. Und wenn es da drunter geht, dann kommt unter Umständen auch die obere Keiltrendlinie 37.150 auf den Plan. Das wären vom aktuellen Stand
so um die 5% bis zur unteren Keil-Trendlinie 35.000 und 31 wären es rund 10%, und wenn es dann tatsächlich zur unteren Ziellinie gehen würde, dann würden wir über 23% reden. Alles noch nicht spruchreif, denn wir sind weder im roten Überschussbereich noch sind wir an oder unter der oberen Keiltrendlinie. Ich will nur mal daran erinnern, dass das Ding noch lebt, und zwar noch relativ lange. Auf der Zeitachse ist viel Platz. Der S&P im Tageschart, auch der hat kräftig auf die Mütze bekommen. Hatten wir uns in der letzten Woche angeguckt, und was war wichtig? Wir hatten ein vierfaches Top, einmal, zweimal, dreimal, viermal bei 5.491. Wo war der letzte Freitag? Dort. Dann kam ein Hoch dazu am Montag und es kam ein Hoch dazu am Dienstag. Und was macht der S&P am Mittwoch? Gapped von hier unten. Das ist der Bereich 5.436 gewesen. Gapped der. Ich muss das mal aufziehen, damit es deutlich wird. Das war echt eine Frechheit. Gapped der über das vierfache Top rüber, macht seine Eröffnung hier im Bereich 5.507, macht noch einen Rücklauf an die 5.491, und da habe ich in den Ausblicken bzw. in den Updates geschrieben, das ist eigentlich der perfekte bullische Ausbruch. Ein vierfaches Top von hier unten kommend übergappen, die in Anführungsstrichen Frechheit besitzen, noch einen Abschiedskurs zu machen und sich dann zur Oberseite zu verabschieden. Also das hier ist eine ganz fiese Bullenfalle gewesen. Also sowas kann man ja nur bullisch interpretieren. Vierfaches Top übergappen, nach oben laufen, am nächsten Tag noch ein höheres Hoch machen bei 5.566, und dann gab es am Donnerstag eben die Klatsche. Zurück wieder unter das nun ex-vierfache Top, wieder in den Zwei-Tages-Kanal hinein, an dem er ja mehrfach scheiterte, hat seinen Schlusskurs dann am Donnerstag bei 5.446 eingebucht und gapped am heutigen Freitag unter die grüne Unterstützungszone. Die Gaps sind natürlich alle geschlossen und ja, von Erholung im Moment noch nicht wirklich eine Spur. Wir sind unter diesem Ex-Allzeithoch 5.341, und wenn hier nicht ein bisschen Stärke reinkommt, dann ist Gap Close vom 4. Juni das nächste Ziel, und dann hätten wir auch schon eine sehr wichtige Marke, die 5.256, die hier mehrfach beackert wurde. Hier Boden, hier nochmal Boden, also wichtig. Und wenn das nicht reicht, ja, das Tief vom 31. Mai ist eben auch noch eine Möglichkeit. Auch dieser Chart wird natürlich aktualisiert, aber ich möchte zuerst die Schlusskurse sehen. Im Zweitageschart sehen wir, dass auch der S&P einen steigenden Kanal im Chart hat seit Oktober 2022. Das waren ja die bedeutenden Tiefs in allen Indizes. Und wir haben hier ein Hoch, ein Tief, wir haben noch ein Tief, also damit war die untere Kanalbegrenzung verifiziert. Und wir haben auf der Oberseite ebenfalls mehrere Anläufe, und das hier ist aktuell ein Kanalfehlausbruch. Der hat ja schon mal die Nase drunter gesteckt, versucht wieder drüber zu kommen. Das war das Fakeout im Grunde, die Bullenfalle, und heute eben runter. Das heißt, unterhalb 5.477, und das sind ja nochmal so schlanke 150 Punkte, die er ansteigen müsste, droht die 5019, die Mittelspur dieses Kanals, und damit eben auch ein Test, möglicherweise ein Test der 5000. Und im zweiten Zweitageschart, auch dort haben wir ja seit langer, langer, langer Zeit einen bärischen Wolfekeil, der heftig überschossen hat, aber auf der Zeitachse noch viel Zeit hat. Da müssen wir schauen, 5.202 aktuell der Überschussbereich und bei 4.913 die obere Keiltrendlinie. Auch hier kann es, wenn sich das impulsiv fortsetzt, was wir nicht wissen, unterhalb 4.913 durchaus nach 4.543 fortsetzen. Über die 3.953 will ich im Moment nicht reden. Und das jetzt blind shorten nach diesen heftigen Bewegungen ist auch nicht angesagt, jedenfalls nicht heute Abend. Da bleibt der Montag abzuwarten. Und da werden wir uns natürlich auch von dieser Strecke Allzeithoch bis zu den Tiefs, werde ich entsprechende Fibonacci-Erholungssequenzen anlegen und den Abonnenten zur Verfügung stellen,
damit Sie einen Orientierungspunkt haben, wo die kleinste 23,6 Erholung liegt und welche Marken eben zu beachten sind. Nasdaq im Tageschart. Ja, da kann man sich nur drüber freuen. Ich habe ja die Schulterformation gezeigt, die 2 Tage später dann auf den üblichen 3, 4 anderen Kanälen auftauchte. Zwar mit falschen Zielwerten, aber sei es drum. Wir hatten das statistische Ziel dieser SKS ja bereits in der letzten Woche erreicht, 18.850. Hier hatten wir eine Unterstützungszone. D2, Kanal Mitte, haben wir uns eben schon angeguckt. Nee, gucken wir uns heute gar nicht an. Doch, da ist das Ding. Da ist die Kanalmitte. Aber wir bleiben erstmal hier im Tageschart. Ja, und heute 100% SKS-Ziel. Sauber ausgerechnet 18.254. Ich glaube, da fehlten 2 Punkte. Aber das ist Zielerreichung. Nach so einer Strecke, ja, kann man den oder die Nasdaq eigentlich nur loben. Aber die grüne Unterstützungszone wurde heute untergapped. Und wenn wir sehen, macht er im Grunde hier einen Spagat, nicht? Also einen senkrechten Spagat zwischen diesen Marken, das gebrochene Tief vom 30. Juli, die Kanalmittelspur aus dem D2 unterschritten und hier unten will er nicht drunter. Kann ich auch gut verstehen. Wahrscheinlich sind die Algos oder auch die Trader der Meinung, dass 100% Ziel der Schulterkopf-Schulterformation würde ausreichen. Hätte es ja auch können. Ist ja auch ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Aber wir haben hier noch ein bedeutendes Tief vom 31. Mai, 18.189. Und wir haben hier die Ziellinie eines Wulffekals aus dem Stundenchart H4. Also dieser lila Bereich, den darf er noch betreten, aber da darf er nicht drunter fallen, weil dann haben wir viele, viele Marken, die unangenehm für die Bullen wären. Ich meine, ist diese Situation auch schon, denn in den Ausblicken stand ja, der muss per Schlusskurs wieder über die gebrochene SKS-Nackenlinie, die er hier am 24.07. per Gapdown unterschritten hat. Das war ein Doppelboden und eben auch eine SKS. Und das hat er hier am Donnerstag nochmal versucht, aber wie wir wissen, gab es kräftig auf den Kopf und dann, ich weiß gar nicht, diese Kerze hatte 1000 Punkte Höhe ungefähr. 1945, 1947 noch nicht ganz, 800 Punkte. Aber ja, 18.189 ist eben wichtig, das Tief vom 31. Mai, wenn er das bricht. Wir müssen ja auch immer sehen, besonders in den USA wird viel auf Margin gehandelt. Das heißt, solche Abflüge, und wir müssen auch davon ausgehen, dass ein Großteil der Anleger eben long-orientiert ist, wenn die Positionen auf Margin haben, das heißt, die kaufen nicht mit eigener, die kaufen schon mit eigenem Geld, aber sie müssen nur einen Bruchteil ihres Geldes zur Verfügung setzen, zur Verfügung nehmen, um eben zu hebeln. Und wenn dann Positionen deutlich ins Minus laufen, dann werden die entsprechenden Brokerhäuser natürlich eine Margin-Anforderung an die Leute stellen, bei denen eine Unterkapitalisierung droht. Und das heißt dann im Klartext Geld nachschießen oder wenn man das nicht kann, dann gibt es Zwangsverkäufe und diese Zwangsverkäufe, die können sich summieren. Also es gibt oftmals nach solchen harten Rückläufen, gibt es am Folgetag von den Brokern Margin Calls an Kunden, die dann eben entweder schnell mal ihr Scheckbuch oder ihre Kreditkarte zücken und ihr Konto mit Geld auffüllen, um die Positionen, die unter Wasser sind, abzusichern. Oder sie müssen verkaufen und wenn man verkauft, nährt das natürlich solche Niedergänge. So, aus dem Tageschart sind wir auch heraus. Der 2-Tages-Chart eben schon angerissen, eine ähnliche Situation wie im DAX, wie im Dow Jones, wie im S&P. Januar 2023 das Tief, Juli 2023 die obere Kanaltrendlinie bedient. Oktober Tiefs 2023, dann hier oben Fehlausbruch und aktuell eben Bruch der Kanalmittellinie bei 18.661. Und wenn sich das nicht zügig wieder zur Oberseite erholt, droht ein Anlauf an die 17.245. Dort verläuft die untere Kanaltrendlinie und die bricht besser nicht, denn dann steht der gesamte Anstieg unter Feuer. Im Stundenchart
Hatte ich letzte Woche bereits gezeigt. Wir hatten ja zwei Wolfekeile, einmal einen in der Stunde. Der hat hier am 25.07. sein Ziel erreicht. Da sind wir heute drunter geschossen. Der ist also abgearbeitet. Und dann kam dieses Geschöpf dazu, kurz vor dem Apex. Das war der 23.07. Am 26.07. bei 19.8.14. Wir sind im Stundenchart H4, lag der Apex. Und es stand in den Ausblicken, ich habe es glaube ich auch hier erwähnt, dass weil er über seinen Apex ist, also der Treffpunkt der beiden Keiltrendlinien, wann immer der Index über die 19.816 angestiegen wäre, hätte dieser bärische Wolfekeil sein Leben ausgehaucht. Er darf aber weiter gültig bleiben, über den Apex hinaus, über den zeitlichen Wenderkurs eben unter der Apex-Marke bleibt, und das ist ja aktuell der Fall. Das heißt, aus dieser Perspektive hätten wir noch ein Ziel bei der 18.013. Dort läuft aktuell die Ziellinie, und das würde insofern gut passen, weil es ein perfekter Test eigentlich der 18.000 wäre. Und dann muss man schauen, ob die Bullen in den USA die 18.000 verteidigen oder die Bären sich mittlerweile so sicher fühlen, dass sie da extra nochmal draufhauen. Gut, das zu den Indizes. Jetzt, letzte Woche habe ich hier durchgeflippt. BASF brauche ich gleich nicht. Ich mache es super, also schneller als beim letzten Mal. BMW, Top-Anlauf, habe ich ja vor einigen Wochen gezeigt. Die 5 wurde ja hier aktiviert, des bärischen Wolfekeils. Ja, muss man nicht lange reden. Das hat wunderbar geklappt. Ob es jetzt wieder zur Oberseite geht, weiß ich nicht. Gehudel, also immer wenn ich jetzt Gehudel sage, ist der Chart aktuell uninteressant. Kein Gehudel, das ist die Allianz. Sie hat ja seit langer Zeit im Tageschart einen bärischen Wolfekeil. 1, 2, 3, 4. Der Keil ist erkannt, ne? Einmal, zweimal, dreimal. Und wir sind hier zwar einen Tag über den Apex, das ist aber bei so einer Strecke. Das ist ja Startpunkt gewesen, der Mai 2023. Da müssen wir mindestens ein, zwei Kerzen Toleranz geben. Auf die 248,90 ist zu achten. Wenn es da drunter geht, dann bleibt dieser Keil aus meiner Sicht gültig und gegebenenfalls eben auch die Ziellinie. Deutsche Bank, Gehudel, die geben kräftig ab, aber die haben ja auch ihr symmetrisches Dreieck, zumindest mal das statistische Ziel erreicht und die 123er Ausdehnung gemacht. Also müssen wir uns nächste Woche angucken, was da passiert. Vonovia Gehudel im Moment. Wir haben ja eine Schulterkopf-Schulterformation, die muss dann aber auch jetzt mal ausbrechen. Nackenlinie ist 29,06, habe ich in der letzten Woche schon gesagt. Die Telekom zeigt sich eigentlich auch, wie sagen die Banker immer, resilient. Also das ist ja relativ kommod, wenn man sich überlegt, was im DAX passiert ist. Nach wie vor die beiden Ziele aktuell. Pfandbriefbank kriegt natürlich kräftig auf den Kopf. Unterhalb 482 ist dieser bullische Wolfekeil Schall und Rauch. Infineon. Aktives symmetrisches Dreieck haben wir gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Oben über 5, 6 Wochen ging es nicht über die 38,19. In dieser Woche unter das symmetrische Dreieck. Diese beiden bärischen Ziele werden erst aktiv, wenn die 4 gebrochen wird bei 27,07. Das ist eine Marke, auf die man in der nächsten Woche achten sollte. Euro-US-Dollar. Ja, zieht ein bisschen an, und wir warten ja seit langer, langer Zeit darauf, dass die 5 mal aktiv wird, weil dann können wir die Ziele ausrechnen. 10965. Ja. Das Güldene gucken wir uns heute nur einen Chart an. Wir haben ja Ziele. Statistisches Ziel dieses DBWs ist erreicht. Wir haben das 100%-Ziel vom DBW bei 2574 und den ersten Abtrag einer Jahrespopgun bei 2525. Müssen wir gucken, wie sich Gold und Silber mit der aktuellen Gemengelage auseinandersetzen. Hier haben wir das Silberne. Auch das hat deutlich höhere Ziele. Aber ja. Also. Ich muss mich entschuldigen, ich gehe hier nicht in den Stunden- oder 5-Minuten-Chart rein. Es bleibt eben dabei, dass das nach wie vor ein bullischer Ausbruch ist aus diesem DBW. Wir müssen über die 30 drüber, und dann können wir auch diese
Ziele erreichen. Habe ich hier noch irgendwas im Silbernen? Genau, der bullische Wohlfekal ist ebenfalls noch aktiv, hat sein Ziel bei 38,46. Was ist das? Banco Santander, ja, hudelt auch seit, wir sind ja am Wochenchart, vielen Wochen herum. Das sind die Ziele und die bleiben erstmal im Chart, solange wir nicht die 3,29, also die obere Trendlinie, unterschreiten. Hier hatten wir ein mögliches DBW, das hat sich schön zur Unterseite aufgelöst. Das erste Ziel wurde abgearbeitet, des symmetrischen Dreiecks. Die Dreiecksziele zur Oberseite nicht. Falls es hier unter die Unterseite geht, mache ich keine bärischen Ziele auf, denn der Ausbruch hat zu weit getragen, als dass man sagen könnte, Fehlausbruch und jetzt geht es zur Unterseite. Also auch da müssen wir gucken, was sich ab Montag ergibt. US-Dollar, Japan, ja, der hat ja überhaupt nicht seine Ziele hier erreicht. Und nach diesen beiden Aufsätzen ging es dann in dieser Woche kräftig drunter. Muss ich mir auch anschauen am Wochenende und mir da irgendwie einen Reim draus machen. Was ist mit Bitcoin? Bitcoin hat wunderbare Aufsetzer und arbeitet weiter an diesen Rechtecken, von denen es bisher schon zwei gab. Da habe ich im letzten Ausblick, glaube ich, etwas zu erzählt. Das erspare ich mir heute. Wichtig bleibt die 41.564 im logarithmischen Wochenchart, denn das ist die Trendlinie seit 2013. Solange die hält, darf sowas hier passieren. Und dann kommen wir eben in Gefilde, die deutlich über dem liegen, was wir aktuell sehen. SAP, wir haben uns ja auch etwas länger angeguckt. 1, 2, 3, 4. Gezankelt an der oberen Keiltrendlinie. Heute ging es per Gap Down rein. Falls die untere Keiltrendlinie bei 181 bricht, dann müssen wir mit aktuell zumindest 178 Ziellinie des bärischen Wohlfekals rechnen. Siemens ebenfalls deutlich in den bärischen Keil zurückgefallen. Auch dort seht ihr die Marken, auf die zu achten ist. 134 unterhalb könnte die 103 getestet werden. Adidas zieht aus seinem Broadening Top, was es zweimal nicht überwinden konnte, zur Unterseite. Wird die 4 gebrochen bei 211, werden diese bärischen Ziele aktiviert. Amazon macht auch einen knackigen Rücklauf, also hat ja fast das statistische Ziel erreicht und ein sehr gutes CRV abgeliefert. Gucke ich mir auch am Montag an. Ich will erst die Schlusskurse aus USA sehen. Apple zeigt sich stabil. Wir haben zwar einen bärischen Wohlfekeil und wir haben die ABC abgearbeitet, aber die Aktie macht noch keine Anstalten, unter die obere Trendlinie 208,49 zu fallen. Insofern alle Dude. Microsoft fällt aus seinem steigenden Kanal heraus oder hat, es ist ja noch kein Kanal, weil wir zwei Auflagepunkte oben haben, aber die Steigungslinie, die hier am 6.1.2023 beginnt, die bricht aktuell. Wenn sich das fortsetzt, denke ich mal, dass wir hier hatten wir einen Allzeithoch, einen kräftigen Rücklauf und das wurde dann 25 Mal verabschiedet. Also die 366 könnte ein Boden werden, wenn es dann weiter fällt. Nvidia in der Doppel-Fibo-Zone hält sich eigentlich noch an das, was möglich ist. Wir haben im großen Bereich, also Anstieg von 39,24 nach 140, haben wir die 38er-Konsolidierung gemacht und das kleinere Bild vom Tief 75,64 zum Allzeithoch, da ist es die 61er. Hatten wir neulich drüber gesprochen und ich habe gesagt, dieser lila Bereich sollte jetzt möglichst halten, denn unterhalb hätten wir Gap Close im Bereich 95 und könnten eben auch tiefer konsolidieren. Solange lila hier hält, ist das ein gesunder Rücksetzer. JPM. Tja, vor einigen Wochen hätte ich was gesagt, na, so lange ist es noch gar nicht her, gepostet. Wir haben eine perfekte ABC-Bewegung, ein bärischer Keil und ich hatte ja, da hat auch Herr Fugmann in einem seiner Videos drüber gesprochen, dass der liebe Marius so einen JPM-Chart gepostet hat mit bärischen Zielen. Wenn die Regionalbanken in den USA unter Druck kommen, könnte eben auch JPM unter Druck geraten und das ist nun mal ein Schwergewicht. Dieses Schwergewicht hat sich von der oberen Keiltrendlinie 2013 und die untere Keiltrendlinie bewegt, notiert aktuell bei 197
Und wenn sich diese Schwäche fortsetzt, dann darf die Ziellinie bei 184 erreicht werden. Tesla, sagt Herr Fugmann immer, ja, ich sag mal Tesla, ja, gibt ab, konsolidiert unterhalb der abgearbeiteten bullischen Ziellinie des Wohlfeil-Kals, ist das erstmal ein bisschen eingetrübt. Also an die 221 kann man sich ein bisschen orientieren und im Wochenchart geht es ja eigentlich nur um eine Sache, zeige ich ja auch schon lange Zeit. Wir haben 1, 2, 3 blitzsaubere Aufsätze auf der Trendlinie seit 2020. Die verläuft bei 146,13. Da darf es nicht drunter. Also hier nochmal ein Aufsetzer und wieder hoch. Ja, warum nicht? Wäre natürlich ein kräftiges Ding zur Unterseite. Aber solange diese Trendlinie hält, alles gut. Wird der lila Bereich beschritten, sollten die Alarmglocken läuten. Und unterhalb der 4 des DBWs würden sich bärische Ziele eröffnen, die ich dann ausrechne. US-Rohöl 1, 2, 3, 4, 5, aktives symmetrisches Dreieck, steht kurz vor der 4 bei 72,45, wird die unterschritten, aktivieren sich diese beiden bärischen Ziele des Öls. Dann haben wir EU-Stocks, ein Batman. Also ein Öhrchen, eine Stirn und noch ein Öhrchen, dann gezampelt, es ging aber nicht mehr über das Hoch. Ja, aktuell schön im freien Fall, diese Marke war ja bereits abgearbeitet. Im letzten Ausblick sagte ich, die 4672 und die 4617 wären die nächsten, da sind wir drin. Und wenn es weiter fällt, die Marken seht ihr ja, sind alle noch anlaufbar, darf man das so sagen. Und dann haben wir die Franzosen. Die haben mit dem Batman eigentlich ein Meisterstück abgeliefert. Schöne Symmetrie hier mit diesen beiden Hochs, die nochmal wieder abverkauft werden. Gleiches hier. Schönes Ohr, schöne Stirn, schönes Ohr. Die Nackenlinie 7900 wurde überhaupt nicht mehr nach dem ersten Abwasch zur Oberseite belästigt. Und ja, das können wir hier beliebig fortsetzen. Bis hin zu diesem tief extremstenfalls 6773. Mal gucken, wie weit es geht. Wer ist das? MTU. Ja. Gut, wir haben symmetrisches Dreieck und im Ausbruch ist es noch. Das erste Ziel wurde, wir sind im Wochenchart, noch nicht erreicht bei 289,30. Müssen wir mal gucken, wie sich das fortsetzt. Solange die Aktie oberhalb der oberen Trendlinie des symmetrischen Dreiecks bei 227,48 bleibt, ist der Ausbruch noch aktiv. Und was haben wir hier? Mercedes-Benz Group. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Bärischer Wohlfeil. Verteidigt, nicht mehr drüber gekommen, runter. Ob es dann tatsächlich zur 47,90 geht, wird sich zeigen. Aber ich würde hier frühestens mal leicht Hoffnung schöpfen, wenn es wieder über die 1, 2, 3, 4 geht bei 58,84 und zwar per Schlusskurs. Solange Mercedes da drunter notiert, muss man mal mindestens mit diesem Tief rechnen im Bereich 55,08 und wenn das bricht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ziellinie angelaufen wird. So, alles andere hatten wir. Das war's auch schon. Was gibt es noch zu sagen? Nichts. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und schaut mal ab und zu auf das Euwax-Sentiment. Ich habe da im Blog, also in den Chaträumen und im täglichen Newsletter, habe ich entsprechend Links gepostet. Denn wenn wir Bewegungen haben, wo gucken wir dann jetzt mal rein? Da rein. Wenn wir solche Bewegungen haben und es verkauft den ganzen Tag über, nicht, dann verkauft es nicht zuletzt auch deshalb, weil viele, viele, viele Privatanleger immer wieder meinen, einen Boden zu erkennen und gehen rein und werden ausgestoppt, was dann ein Marktverkauf ist und gehen nochmal wieder rein mit dem Long, der ausgestoppt wird. Also die befördern das regelrecht und ich will jetzt nicht extra noch den Blog aufmachen. Ich habe zweimal Links gepostet,
ja, zum Euwax-Sentiment, wo bei solchen Bewegungen zu sehen war, dass 80, 82, 83% der privaten Anleger long waren. Und das müsst ihr also, wer das getan hat und hat in dieser Woche durch 50 Long-Versuche schön Geld verloren, das müsst ihr euch wirklich austreiben. Schaut auf das Euwax-Sentiment, wenn wir wirklich Bewegungstage haben. Und wenn ihr da dort seht, dass die Masse der Kleinanleger, der privaten Kleinanleger, damit meine ich 60, 70, 80% long sind, dann lasst das. Weil das sind die Opfer, mit denen die Broker und die Big Boys ihr Geld verdienen. Die verdienen ja nicht dadurch Geld, dass ihr Geld verdient, sondern die verdienen dadurch Geld, dass eben Kleinanleger sich permanent auf der falschen Seite bewegen. Das heißt, wenn die Kurse fallen, suchen sie Long-Einstiege. Und wenn die Kurse ansteigen, dann wollen sie shorten. Und das muss aus den Köpfen raus. Also in so einem Fall, Short ist sowieso tausendmal schwieriger als Long, nicht? Weil die natürliche Bestimmung der Börse ist aufwärts. Schlechte Unternehmen fliegen irgendwann aus dem DAX raus, neue gute Unternehmen kommen hinzu. Außerdem ist die Unterseite begrenzt mit Null, die Oberseite hat kein Limit. Das heißt, Long ist naturgemäß immer die richtige Wahl. Hört sich vielleicht komisch an, aber ist eben langfristig so. Und Shorten ist schwierig, nicht? Weil es kann eben brutale Umkehrbewegungen geben. Das heißt, wer sich mit Short nicht wohlfühlt, der sollte auch nicht shorten. Und dann eben einfach an solchen Tagen abwarten und auf Umkehrsignale warten. Oder wenn die 23er und 38er Erholungen wieder überschritten werden, dann mal Long versuchen, aber nicht in fallende Messer greifen. Gut, wird sonst zu lang. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr das mögt oder empfehlt Projekt 30 weiter oder kommt einfach mal in den Newsletter oder in die Chaträume. Da sind eine Menge kompetenter und netter Leute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye bye und tschüss.